Hallo zusammen. Gestern hat mich mein Musikantenfreund Siegfried Schleicher angerufen und sagt, ich brauche deine Hilfe, ich möchte gerne den Titel Zwei Gitarren am Meer spielen, aber die Version von Billy Vaughan. Der hat ja immer einen eigenen Sound. Es sollte diese Version sein. Nun gut, ich habe mir das einmal angehört. Der Titel besteht einfach nur aus einem Thema und einer Bridge, einem Zwischenteil. Dann wird das Thema wieder gespielt. Und interessanterweise, Billy Vaughan ist ja für seinen Saxophon-Sound bekannt. Er beginnt aber mit einer einfachen Gitarre. Das war in Ordnung. Dann wiederholt er dieses Thema und es ist ein Chor im Hintergrund. Den lege ich mir auf die linke Hand. Man hört auch schon den Style. 60er Vintage Rumba in der Gruppe Oldies. Tempo 115 und den Mittelteil, da kommt der Billy Vaughan Sound, nämlich Saxophone. Okay, dann kommt wieder das Thema, nochmal mit Chor, nochmal ohne Chor. Das war's eigentlich schon. Interessant auch noch, er spielt das Thema einmal als Saxophon-Solo. Und dazu kommt links in die linke Hand dann eine Hawaii-Gitarre. Also, das ist ganz leicht zu registrieren. Und hier mein komplettes Werk. Ich habe euch die einzelnen Teile des Stückes mit der Instrumentierung im Video eingeblendet. Bei dieser Interpretation habe ich mich möglichst dicht an der Einspielung von Billy Vaughan gehalten. Viel Spaß beim Nachspielen!